Alexa Steiß hat eben nicht zum ersten Mal bei diesem Turnier eine Prüfung gewonnen. Wie froh seid ihr dann eigentlich, dass das Pferdefestival Redefin überhaupt stattfinden kann? Also wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass das Turnier stattfinden darf und ja, vielen Dank an alle, dass das so möglich gemacht hat. Das war ja richtig traurig letztes Jahr, dass wir hier nicht reiten dürfte, aber hoffentlich geht das alles jetzt langsam wieder besser und nächstes Jahr können hoffentlich Zuschauer wieder erlaubt sein. Ja, ich glaube, die vermisst jeder, weil normalerweise hier eben ganz, ganz viele Leute sind, die auch ihren Spaß daran haben. Man hat eine Ausstellung, in der man bummeln kann. Wichtig ist ja, dass der Sport überhaupt erst mal in die Gänge kommt. Mit wie vielen Pferden bist du denn eigentlich hier? Also Redefin ist ja auch dafür bekannt, man kann dann auch mal zwei Nachwuchspferde mitbringen und in der kleinen und in der Youngster-Tour starten. Hat noch die mittlere und die große Tour. Und in der großen Tour ist ja die BEMA Riders Tour auch ein Thema, oder? Also ich habe 4 Pferde mit. Ich habe einen Youngster, die ist 8 Jahre alt, Tyner M&M. Toulon Canturo ist ihr Abstammung. Ich reite die, seit die 5-jährig ist. Ich habe sie auch angeritten. Also ich war die Erste, was auf sie drauf gesetzt hat. Und ja, also ich bin sehr froh, dass sie heute auch gewonnen hat. Ich habe auch 3 andere Pferde mit, 3 Füchse mit. Cera, Karl-Heinz und Quintato. Karl-Heinz ist natürlich ein richtig witziger Name, aber ja, ich freue mich auf die nächste, also heute und morgen noch. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, Alexa Steißen.